Ja, liebe Jugendfreunde, was läuft da beim Bauer aus? Ich gruppiere da mein Blumenfeld dort, wo wir Tulpenzwiebeln pflanzen wollen. Vorgängig habe ich da Kompost gestreut. Und jetzt, wie gesagt, ziehe ich da den Grupper durch und morgen kommt dann der Klingenrotor zum Einsatz und dann pflanzen wir mit einem alten Kartoffelsetzgerät unsere Tulpenzwiebeln. Hier habe ich ja gestern Kompost ausgebracht, da wo wir jetzt Tulpen pflanzen wollen. Riecht gut, gute Grunddüngung für meine Tulpen. Jawohl, liebe Freunde, was läuft auf dem Bau raus? Unsere Galloway-Kühe bekommen eine neue Weide. Ich habe hier Maiswürfel dabei und will sie da in die neue Weide bringen. Komm mit! Komm mit, 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 komm mit! Ja. Kannst du öffnen? Ja, gut, komm mit! Komm mit, komm mit, komm mit! Arbeiten wir noch auf dem Blumenfeld. Da wird da verschiedene Blumen abgeschnitten, in den Kipper geworfen und auf den Mist damit. So, es ist jetzt 5 Uhr. Wir haben da viel geschnitten, viel aufgeräumt in unserem Blumenfeld. Ich glaube, wir haben das sehr gut gemacht. Daumen hoch. Wir bauen raus. Alles geschnitten. Und Kürbis haben wir auch noch viele. Ihr könnt da bei uns vorbeischauen. Halloween-Kürbis, Speisekürbis, Zierkürbis, alles ist da vorhanden. Das ist das Resultat, einen halben Nachmittag schneiden. So, jetzt muss da an meinem alten Vielfach die Hacken weg. Und da die Hacken weg. Und dann montiere ich da das Kartoffelsetzgerät. Und mit dem wollen wir dann Tulpen pflanzen. Tulpen, Zwiebeln pflanzen. So, diese zwei Teile müssen da montiert werden. Sehr alt. Es ist ein Abbey-Vielfachgerät, das wurde in Burgdorf in meiner Nähe produziert. Aber sehr gut, um Tulpenzwiebeln zu versenken. Die kommen da sehr eng zusammen. Da ist nur eine Röhre. Nur eine Röhre, wo man die Zwiebeln runterlässt. Da ist man frei in der Menge. Thank you.
ungefähr montiert. Und das Feinsystem läuft so. Zwei Sitzgeräte ganz nah beisammen. Rechts außen am Gerät montiert. Dann pflanzen wir zwei Furchen mit Tulpenzwiebeln, wenden und fahren in der gleichen Traktor-Retour, Spur-Retour. Und dann werden die Zwiebeln hier gepflanzt. So haben wir auf ein Beet von ca. 1,50 m vier Reihen Tulpenzwiebeln gepflanzt. Einen schönen Abend wünscht euch Bauer Ausi.